Grüß Gott und herzlich willkommen zur esoterischen Astrologie Teil 1 im Rahmen unserer Sendereihe Archetypische Kosmologie. Es geht um dieses Buch von Nikolaus Klein. Wir gehen mal rüber zu astronova.de. Da finden Sie die Bücher von Nikolaus Klein und da gehen wir auf das Arbeitsbuch Astrologie. So, auf der Homepage von astronova.de finden Sie Buch und Buchinformation, Autoreninformation. Ich habe bei Nikolaus Klein, der leider schon verstorben ist, in den Jahren 1996 und 97 die Ausbildung esoterische Astrologie absolviert. Ich mache mal das hier größer und schiebe das mal hier rüber. Und das waren 6-mal eine Woche Unterricht und dazwischen Lektüre und Üben. Und ich gebe Ihnen jetzt mal als erstes eine Information zu meinem Lehrer, dem esoterischen Astrologen und Zen-Meister Nikolaus Klein. Nikolaus Klein war zunächst als Rechtsanwalt und seit 1978 als Heilpraktiker tätig. Er beschäftigte sich seit dem 18. Lebensjahr mit Astrologie und anderen esoterischen Disziplinen. Er hatte eine 12-jährige Zusammenarbeit mit Thorvald Detlefsen und Rüdiger Dahlke in der Praxis von Thorvald Detlefsen Reinkarnationstherapie in München. Er hatte eine Zen-Schulung unter dem Rinzai-Zen-Patriarchen Oisaidan Roshi. Seit 1976 leitete er Astrologie-Ausbildungskurse und in der Zen-Tradition stehenden Meditations- und Kampfkunstseminare. 1987 gründete er das Kensho-Institut in München, wo er als beratender Astrologe und Psychotherapeut tätig war. Wenn Sie Astrologie des Hohensteins googeln, finden Sie eine Homepage, wo es noch mehr über Nikolaus Klein zu lesen gibt. Er war also auch beteiligt an den Fastenschweigen-Meditieren-Seminaren von Rüdiger Dahlke zusammen mit Nikolaus Klein. Von ihm gibt es auch Zen-Bücher und Zen-Kassetten, die finden Sie aber, wenn Sie das googeln. Wir machen also heute das Arbeitsbuch zur Astrologie und das ist dann damals im Kailash Verlag erschienen und Kailash wurde damals, glaube ich, von Hajo Banzhaf redaktionell betreut. Wir lesen auf dem Klappentext das Methodikbuch der Horoskopdeutung. Nikolaus Klein entwickelt in dieser umfassenden Anleitung eine eingängige Methode zur selbstständigen Interpretation von Horoskopen, die ausführliche Darstellung der Deutungselemente, Aszendent, Sonne, Mond und Planeten, Aspekte, Halbsummen und so weiter, bildet die Grundlage zur sinnvollen Vorgehensweise der Interpretation. Sie zeigt, wie sich bei richtiger Horoskopanalyse ein Schritt aus dem anderen entwickelt, 6 Deutungsbeispiele anhand von Horoskopen bekannter Persönlichkeiten veranschaulichen diese Methode, die astrologisches Teilwissen zu einem Ganzen vereint. In der esoterischen Astrologie geht es um diese holistische Herangehensweise der astrologischen Deutungsmethoden. Aus dem Inhaltsverzeichnis nach einer Einleitung der erste Teil: die wichtigsten Deutungselemente der Astrologie, Unterkapitel die Symbolbedeutungen, die Tierkreiszeichen, die Häuser, die Planeten. Zweiter Teil die Strukturdeutung, Bausteine der Grundstruktur, die Elemente, die Verteilung der Planeten in die 4 Quadranten, der Aszendent, Sonne, Mond, Medium, Köli, Bausteine der Feinstruktur, die Aspekte, Konjunktion, Opposition, Trigon, Quadrat, Sextil, Halbquadrat und anderthalb Quadrat, Quinkungs- und Halbsextil, sonstige Aspekte, Applikation und Separation, Impulsion und Repulsion. Die Halbsummen oder Planetenbilder, die Mondphase, die Bedeutung der Mondphasenastrologie, die 4 Kardinalpunkte des Mondkreislaufes, Neumond, Vollmond, zunehmendes Viertel, abnehmendes Viertel, die Mondphasentypen, Mondphase und Tierkreis. Dann der Glückspunkt, die Bedeutung des Glückspunkts, die Berechnung des Glückspunkts, die Mondknotenachse und dann in den einzelnen Häusern. Und dritter Teil, die Deutung von Beispielhoroskopen und Anmerkungen. Aus der Einleitung noch ein kurzes Zitat. Wie der Begriff Arbeitsbuch zeigt, handelt es sich bei dem vorliegenden Buch nicht um eines der vielen Astrologiebücher, in denen man rezeptbuchartig bestimmte Konstellationen nachschlagen kann, sondern um eine Anleitung zur methodischen Interpretation von Horoskopen. Dabei werden im ersten Teil die Deutungselemente der Astrologie zusammenfassend dargestellt, sodann im zweiten Teil diejenigen Komponenten besonders herausgearbeitet,
die für eine systematische Deutung vorrangig von Bedeutung sind und der ihnen im Gesamthoroskop zukommende Stellenwert dabei angesprochen. Im Folgenden wird dargelegt, wie diese Einzelbausteine sinnvollerweise miteinander verknüpft werden, sodass sich eine strukturierte Analyse entwickelt. Viele astrologische Interpretationen kranken nämlich daran, dass sie eher einer beliebigen Aneinanderreihung von Einzelaussagen gleichen, die keine organischen Zusammenhänge erkennen lassen, als deutlich zu machen, dass jedes Horoskop eine organische Einheit darstellt. Die Kunst einer astrologischen Analyse liegt aber gerade darin, die inneren Zusammenhänge des Horoskopes in den entsprechenden hierarchischen Gewichtungen herauszuarbeiten, sodass sich in der Interpretation Grundsätzliches von Ergänzendem und Erläuterndem unterscheiden lässt und Hauptthemen nicht in der Fülle differenzierender Zusätze untergehen. Zwar wurde der Schwerpunkt der Interpretationen auf den Bereich der Persönlichkeitsanalyse gelegt, doch können die Grundbausteine analog auch auf Ereignishoroskope Anwendung finden. Schließlich möchte ich im dritten Teil anhand einer Reihe ausgewählter Beispielhoroskope den systematischen Aufbau von Horoskopen zeigen. Jetzt gucken wir uns mal, wen er gewählt hat für die Beispielhoroskope. Das beginnt auf Seite 96. Und da fängt er an, Beispielhoroskop, wo ist er denn, wer ist denn das? Aha. Mal gucken. Ah, er sagt nicht, wer das ist. Okay, interessant. Also dann gehen wir da nicht mal näher drauf ein. Das war jetzt ein kleiner Einstieg, Überblick in das Arbeitsbuch der Astrologie als esoterische Astrologie 1. Wir gehen mal zurück bei astronova.de. Erstmal gucke ich, ob das überhaupt geklappt hat. Das hat geklappt. Gehen wir mal zurück. Also, das war jetzt das erste Buch, Arbeitsbuch zur Astrologie. Wir werden dann im Teil Esoterische Astrologie, Teil 2, ich werde es so machen wie in der Ausbildung, wir gehen dann auf Partnerschaft im Horoskop ein. So, für heute, jetzt kann ich mal den Bildschirm zumachen. Für heute war es das für Esoterische Astrologie, Teil 1, also die Bücher von Nikolaus Klein, sind im Prinzip ein Abbild seiner Ausbildungswochen, die ich in 6 Wochen absolviert habe und als Grundlage meiner astrologischen Arbeitsmethoden verwende. Für heute herzlichen Dank fürs Zuschauen und auf bald.